Also, hier sind eine Achse und da ist die zweite. Die wird einfach hier mit so einem Spurschlager rausgehauen. Am Ende ist so eine Art, Ring, der klemmt sich dann in der Bremsbacke drin, damit das alles drin hält und auch drin bleibt. Man muss eigentlich nur die zwei Achsen rausholen. Das ist jetzt eine Druckfeder, die muss natürlich mit der Montage, mit der ersten Achse, die ist ja relativ einfach, weil du ja auch keinen Druck drauf hast. Und das zweite musst du dann mit dem Finger reindrücken und dann diese Achse so reinschieben, damit die Achse vor der Feder ist. Kannst aber dann auch mit dem Hammer einfach so reinhauen. Okay. Also so wird's verbaut. Und der Belag in sich einfach mit der Hand nach hier drücken, das andere nach der anderen Seite und dann einfach rausziehen. Das Einzige, wo du aufpassen musst, ist, du kannst ja einen Belag nach dem anderen austauschen. Das heißt, wenn du jetzt einen Belag dran ziehst, damit die Kolben innen drin jetzt wieder im Bremszylinder reingehen, dann das neue Belag reinschieben und dann dasselbe mit dem einen machen. Weil, wenn du jetzt einen raus hast, die anderen Kolben reindrückst, dann kommen die wieder teilweise raus. Dann kriegst du den Belag nicht mehr rein. Kannst okay. Du aber ohne weiteres mit dem Schraubenzieher oder mit dem Gegenstück einfach wieder reindrücken. Okay. Wenn du es jetzt vergessen hättest. So. Und die sind auf beiden Seiten gleich, ne? Die sind auf beiden Seiten gleich. Und also jetzt Innen- und Außenbelag ist auch dasselbe. Ja. Da ist kein Unterschied drin. Gut. Ja, dann musst du natürlich auch aufpassen, damit dann, dass der Belag nicht zu weit nach innen rein gedrückt ist, damit du mit den zwei Achsen natürlich in den zwei Löcher vom Belag reinkommst. Ja. So, und was ich dann mache, ist, wenn du Platz hast, hinten, oben ist es nicht so gut, weil du ja quer bist. Ja. Dann mit demselben Material, also Werkzeug, das Ganze wieder. Richtig reinrasten. Und oben? Ups. Oben dasselbe. Du musst dann wohl aufpassen, weil du ja quer bist. Dann kann er dir oben am Kopf abspringen. Ja. Bevor du abmontierst, kannst du hier schauen, wie weit die rauskommen. Ja. Dann weißt du mit der Zurückmontage, ob der gut genug oder weit genug reinkommt. Ja. Okay. Diesen kleinen Splint noch rausholen. Okay. Sonst haust du dir den kaputt. Und das ist eigentlich die Sicherung, damit diese Achse nicht rauskommt über dem Fahren. Auf der vorderen Seite hast du das Ring, was sich von der Seite im Bremssattel reinhängt. Ja. Und hier hast du diese Sicherung. Ja.